So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute gemeinsam mit Markets am Donnerstag, den 11.11.2021. Und ja, wir wollen einen Blick auf die Märkte uns gönnen, auf die gestrigen Entwicklungen werfen, die dann doch erstaunlich waren. Ein wenig überraschend für die, die gestern im Morning Meeting dabei waren. Ich hatte ja gesagt, das könnte durchaus eine positive Überraschung, in Anführungsstrichen eine auf der Oberseite überraschende Überraschung geben in Bezug auf die US-Inflationszahlen mit einem Print größer 6% year on year. Und ja, den haben wir zu sehen bekommen. Auf dem höchsten Stand, glaube ich, seit 31 Jahren. Wir werden gleich eine Grafik dazu zeigen, um das mal einzuordnen. Die Inflation fängt also an zu, naja, galoppieren. So weit sind wir noch nicht, aber es sorgt zumindest mal für erste Sorgenfalten. Ein gewisser Herr Joe Biden, US-Präsident, der hat gestern sich dann in diesem Zusammenhang, jetzt auch im Hinblick auf das fiskalpolitische Programm, diese Infrastructure Bill, dort dann sehr besorgt geäußert bezüglich der anziehenden Inflation. Ich denke, das ist erst der Anfang. Ich glaube auch nicht, dass man jetzt mit entsprechenden Gegenmaßnahmen und irgendwie in Aussicht stellen von irgendwelchen Preiscaps oder irgendwelchen Deckelungen in irgendeiner Form dort der Preisentwicklung dieser Situation Herr werden kann. Ja, potenziell wird sich jetzt zeigen, wie die Politik auf den ihr entgegenströmenden Gegenwind, wie sie darauf reagieren wird, ob sie überhaupt eine Möglichkeit hat, darauf zu reagieren. Und das wird sich rund um den Globus spannen. Also ich gehe davon aus, diese Inflationsentwicklung, die ist nicht nur auf die USA beschränkt, das haben wir ja schon gesehen, sondern sie wird sich auch noch dramatisch verschlechtern und verschlimmern, im Hinblick beispielsweise auf den europäischen Kontinent. Und natürlich werden wir einen Blick drauf werfen, erstmal, wie das einzuordnen ist und das eventuell auch im Gesamtkontext. Vielleicht mal so ein bisschen einordnen, wir ein bisschen darüber hinausschauen, politische Landkarte, beziehungsweise die sich jetzt abzeichnenden erneuten Restriktionen. Ja, wir erinnern uns dran, ich hatte vor 2 oder 3 Wochen im Hinblick auf beispielsweise Lockdown für Ungeimpfte und dergleichen, hatte ich ja was gesagt gehabt. Und das scheint sich mehr und mehr im Gesamtkontext zu fügen, dass das keine so falsche Einschätzung diesbezüglich war. Die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen, die darf in Frage gestellt werden. Nichtsdestotrotz, wenn es nicht um Gesundheit geht, sondern eventuell um eventuell potenzielle, sich deutlich beschleunigende inflationäre Tendenzen einzudämmen, dann macht das durchaus Sinn, was wir gerade zu sehen bekommen. Das wird allerdings nicht reichen. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir über wahrscheinlich einen Lockdown für alle sprechen werden und das auch nicht mehr allzu lange dauern wird. Und ich hatte jetzt tatsächlich die Diskussion darum gar nicht weiter verfolgt. Meine Frau sagte aber irgendwas von wegen Mega-Lockdown. Diese Begrifflichkeit sei jetzt schon gegeben worden von Frau Merkel, glaube ich. Ja, die war ja mal irgendwie Kanzlerin oder ne? Ja, welche Rolle sie gerade spielt, ja, Geschäftsführung, wie auch immer. Also, auf jeden Fall, wie gesagt, wir werden das auf jeden Fall mal kurz einordnen. Wir werden aber auch darüber hinausgehen, natürlich, und das ist viel wichtiger eigentlich, uns das aus trading-technischer Perspektive betrachten, nämlich was gerade in Gold mit dem Breakout gestern über dieses starke Widerstandslevel bei 1,835 dann stattgefunden hat, Silber auf dem Weg und jetzt wieder handelt um 25 Dollar. Wir werden da natürlich ein Bild skizzieren, welches durchaus bullisch ist, wenig überraschend. Wir werden einen Blick werfen, aber auch, und das ist ganz interessant, auf die aktuell wirklich mega starke Vorstellung, die Equities uns präsentieren. Gestern, ich bin kurz skeptisch geworden, aber man nennt das im Englischsprachigen Resilience. Also das heißt eine Widerstandsfähigkeit an der Stelle bezüglich dieses steigenden Zinses und dann kurzzeitigen Abgabedrucks, den wir in Growth-Titel besonders gesehen haben, dem sich dann aber jetzt beginnen, die Equity-Märkte entgegenzustellen. DAX auf dem Weg, die 16.1 zu attackieren, heute Morgen kurz noch ein Spritzer drüber. Das ist mega stark. Wir sollten da nicht ausschließen, dass ein bullischer Breakout uns bevorsteht. Das ist überraschend, aber das ist auch ein klares Feedback, was uns da gesendet wird und was in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht nur nicht ignoriert werden sollte, sondern eher von der Long-Seite gespielt werden sollte. Also eine Menge auf jeden Fall auf der Agenda. Bevor wir offiziell starten, einmal der Blick hier auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading kann für einen, kann gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil entscheidet man, ob dieser Handel mit diesen Produkten sich für einen eignet. Wenn ja, kann man auf markets.com/de nicht nur den vollständigen Risikohinweis lesen, sondern ergänzend dazu sich auch eine Demo runterladen, risikofrei den Handel testen. Und sofern man dann für sich den Entschluss fasst, mit dem Live-Handel zu beginnen, weil man sagt, das liegt mir, das passt zu meinem Risikoprofil, kann man dort eben entsprechend natürlich auch ein Live-Konto eröffnen. Und darüber hinausgehend Produktpalette, Multi-Asset Brokerage ist das Stichwort, auch
über CFDs, FX-Produkte hinausgehend, physische Aktien, ETFs und dergleichen. Für weitere Fragen gerne Elena eine Mail schreiben. Wenn ihr Fragen zu den Märkten habt, gerne die Möglichkeit nutzen, jetzt hier während des Livestreams einmal eure Fragen zu stellen, gerne unterhalb des Videos. Wenn ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschaut, gerne in die Discord-Community schauen, da habe ich den Link schon in die Chatbox gestellt. Gerne auf meine Webseite vorbeischauen, jk-trading.com/forum, da ist für jeden Tag eine Trading-Chatbox, wo ihr euch mit mir, aber auch anderen Trading-Begeisterten austauschen könnt. Twitter ist ebenfalls eine Anlaufstelle, @jensklattfx ist dort mein Kürzel. E-Mail könnt ihr mir auch gerne schreiben. Also, ja, das wäre es dann zur Einleitung soweit gewesen. Zack, wir blicken einmal hier einmal auf den DAX und ich räume im Hintergrund einmal auf, beziehungsweise schaue auch, ob alles gut gestreamt wird, wovon ich ausgehe. So, hier ist alles fein, sehr schön. Und hier ist auch alles fein. Sehr gut, das mache ich noch ganz kurz ergänzend. Einen Augenblick. Ist zwar jetzt lange nicht mehr aufgetreten, aber wer weiß. Und zwar sollte es bei YouTube Schwierigkeiten geben, nutzt gerne die Möglichkeit, drüber zu switchen auf den Twitch-Channel, wo das Morning Meeting genauso auch gestreamt wird, wo ihr auch Fragen stellen könnt und dergleichen. Also habe ich auch einmal ganz kurz in die Chatbox gestellt, den Link. Und so, dann blicken wir mal jetzt ganz kurz auf den DAX. Wie gesagt, hier heute früh bullischer Breakout. Ich hatte im Hinblick auf den DAX ein Szenario skizziert, welches die Long-Seite auch favorisiert hatte. Das war hier kurz nach 9. Da konnte man heute früh auch meinen Tweet entsprechend eben lesen. Wir sind dann kurz eingeknickt, sahen einen Rücklauf in Richtung eben des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Das ist ja mein Trend-Identifikator. Und sehr undankbar natürlich für Open-Range-Trader an der Stelle. Da sieht man auch, dass Adaptionen nötig sind, beziehungsweise dass Open-Range-Ansätze gerade im DAX, gerade im derzeitigen Umfeld, nicht besonders gut funktionieren. Du siehst hier den Fill auf der Oberseite, wird es ausgestoppt, nur um jetzt zu sehen, dass der Markt höher ausbricht. Also das heißt, es gibt nicht selten jetzt so ein Szenario, wo es erst eine choppige Action gibt und wo sich dann der Break darüber hinausgehend erst tatsächlich herauskristallisiert. Hier ein sehr, sehr dynamischer Bruch ab 16,63 ist es ungefähr im Top bei 16,115, 1,20 gehandelt. Jetzt der Pull-In zurück unter die 16.100er Marke und jetzt wird es einen ziemlichen Kampf geben, aber mit klaren Leveln. Also wir wissen, die 16.100er Marke spielt aus optionstechnischer Perspektive eine wesentliche Rolle. Nächste Woche Freitag haben wir am 19.11. den kleinen Verfall an der Eurex. Der ist zwar jetzt erstmal nicht so spektakulär, wie er zum Beispiel in der finanzmedialen Berichterstattung dargestellt wird, wie ein großer Verfall der Hexensabbat. Nichtsdestotrotz sind die hier ausmachbaren Level aus optionstechnischer Perspektive natürlich relevant für den institutionellen Handel, die Optionsstrategien darauf fahren. Und an der Stelle sieht man eben, dass die 1650 bzw. die 16.100er Marke, dass diese hier ein erhöhtes Open Interest eben aufzeigen. Und dieses Aufzeigen, dieses erhöhten Open Interests ist eben ein Indiz dafür, dass hier dieser Bereich nicht kampflos hergegeben wird. Das sehen wir schon die letzten Tage. Aber wenn früher oder später sich beginnt, dann eine Skepsis zu etablieren, ich will es nicht überinterpretieren, weil wir das schon jetzt in den letzten Tagen häufiger gesehen haben, aber vielleicht kommt der ein oder andere auf die Idee zu sagen, naja, wer sagt eigentlich nicht, dass hier in dieser Kerze diese 40, 50 Punkte so also aus dem Nichts entstehen plötzlich. Kurz vor Morning Meeting sehen wir es hier, 10.20 Uhr, 10.25 Uhr, da kommt eben so ein kurzer Schub rein, ein kurzes Momentum, dass das vielleicht schon so ein erstes Absicherungsgeschäft war vielleicht, eines Stillhalters, sofern, wie gesagt, also sehr im Trüben gefischt, wir wissen nicht, ob das tatsächlich der Grund ist, aber es funktioniert, also es passt gerade einfach ins Bild, deswegen wollen wir das mal so zum Thema machen. Eventuell ist das schon so ein erstes Indiz gewesen und nunmehr wird sich die Frage stellen, sind wir an der Stelle in der Lage, die 16.1 zu halten? Falls nicht, und das wäre spätestens dann nicht mehr gegeben, wenn wir jetzt neue Tageshochs markieren, das ist das, was ich mit dem Level auf der Oberseite meine, da haben wir hier den Bereich um 16.115, 120 ungefähr auf der Oberseite. Sobald wir diesen Bereich brechen, neue Tageshochs markieren, könnte dann wirklich der Absicherungsbedarf seitens des institutionellen Handels, seitens des Optionsmarktes vorherrschen. Und genau das könnte dann eine Squeeze-Bewegung katalysieren, die uns in Richtung 16.2, 16.3 und eben höher führt und dann eben hier jetzt die Jahresendrallye vielleicht sogar dann in dem Moment triggert, einleitet. Und eben neue Allzeithochs entsprechend auf den Weg bringt, die wir heute früher ja schon markiert haben, aber dann noch weitere Allzeithochs darauf aufbauend eben markieren. Also das heißt, aus der Perspektive ist das gerade eine ziemlich interessante Konstellation. Ist natürlich sehr spekulativ, anders als im Hinblick beispielsweise auf Gold, das werden wir gleich sehen, da haben wir ein ganz klares Level gehabt mit der 8,35. Also jetzt in dem Fall würde ich zum Beispiel vielleicht, ich würde den Trade anders aufsetzen, ich würde nicht nur rein mit einem Breakout hier handeln, sondern ich würde gegen diesen Rücksetzer, gegen diese Hochs
Eben als wir den ersten Ausbruch aus der Open Range gesehen haben, hier 1683, würde ich wahrscheinlich eine erste Long-Position aufbauen, eine erste Hälfte und würde die zweite Hälfte aufstocken an der Stelle. In dem Fall eben auf der 6, 16.1.15, wenn ich die 16, mal 85, sagen wir mal, 85 gekauft habe, dann habe ich hier einen Durchschnittspreis bei einem Hinzunehmen der Position auf 16.150, habe ich einen Durchschnittspreis von 16.100, habe einen Stop an der Stelle auf der 16.80, habe 20 Punkte Risiko und auf der Oberseite eben dann ein ziemlich vorteilhaftes CRV, sollte solch eine Squeeze initiiert werden. Das heißt also, anders formuliert, CRV bzw. auch der Erwartungswert, der ist dann schon bereits positiv, selbst wenn die Trefferquote, wenn wir eben auf die 16.1 gehen auf der Oberseite, 80 Punkte sind 4 zu 1, dann haben wir selbst bei nur der 30-prozentigen Trefferquote, also 3 aus 10 Fällen, wo der Bruch hier erfolgreich ist, haben wir dennoch ein profitables Setup. Und so würde ich mich in diese Position hineinskalieren. Das wäre nicht ganz so vorteilhaft in just jenem Moment, wenn hier ich mit einem Buy-Stop auf der 16.150 arbeite, 16.115 arbeite, mit einem Stop auf der, in dem Fall, rund 16,80, dann haben wir 35 Punkte Risiko. Gehen wir dann oben auf der Oberseite auf 80 Punkte, haben wir ein CRV von immer noch 2,5 zu 1, aber nichtsdestotrotz brauchen wir eine Trefferquote, die schon im Bereich um 40% Pi mal Daumen liegt. Also eigentlich deutlich höher als das, was ich mit solchem Antizipieren eines Bruches habe. Was natürlich bedeutet, ich müsste in 4 von 10 Fällen richtig liegen oder vielleicht sogar in 5 von 10 Fällen richtig liegen an dieser Stelle, was eben diesen Trade so ein bisschen schwieriger darstellt. Also ich glaube, ein antizipierendes Bruch mit einem Long hier gegen diesen Bereich ist durchaus sinnvoll. Das Problem natürlich bei solch einer ersten Hälfte, die ich hier aufbaue, ist, wie arbeite ich mit einem Stop? Ich würde den nicht unter den Tagestiefs setzen, sondern ich hätte wahrscheinlich den Stop hier im Bereich um das weitere Verhalten Richtung EMA 50. Sobald wir unter den droppen, würde ich den Trade rausnehmen. Das wäre meine Orientierung. Also ich würde da mit einem dynamischen Stop an der Stelle eben verweilen, was auch zeigt, dass ich natürlich ein aktives Trade Management entsprechend hier vornehmen müsste. Also so könnte man solch einen Bruch, solch eine Squeeze, sollte sie stattfinden, so könnte man das spielen. Das stellt sich, wie gesagt, anders dar als das, was wir hier gestern bei Gold gesehen haben, mit diesem Bruch höher über diese starke Widerstandsregion, weil das war eine Auflage hier auf der Oberseite, beziehungsweise eine Widerstandsregion, die sich ja schon in der jüngeren Vergangenheit als sehr signifikant herauskristallisiert hatte. Ich hatte das ja auch zum Thema gemacht. Das ist eine wesentlich auch aus der übergeordneten Zeitebene resultierende Widerstandsregion, die sich nicht wegdiskutieren lässt, also die viele Marktteilnehmer, sehr viele Marktteilnehmer sehen, anders als das, was wir jetzt gerade im DAX auf der kleinen Intraday-Ebene eben hier skizziert haben. Und demnach habe ich dann in dem Zusammenhang auch mit einem Buy-Stop gestern gearbeitet. Ich hatte das in der Discord-Community geschrieben gehabt. Ich will das mal ganz kurz vielleicht hier zeigen. Also den Link findet ihr in der Chatbox. Normalerweise liegt der Fokus auch heute früh. Ich habe schon mal ein bisschen was zu Disney geschrieben. Gestern Earnings nachbörslich. Nachmittags kommt vielleicht noch was zu Affirm. Auch ganz interessant. Das ist dieser Moment, Buy Now, Pay Later Anbieter, so der in die gleiche Richtung geht wie andere Zahlungsdienstleister wie Klarna zum Beispiel. Und haben allerdings einen riesen Lauf gesehen in der jungen Vergangenheit durch ihre Kooperation mit Amazon. Aber dazu später noch ein bisschen mehr. Die sollen noch ausgebaut werden, noch intensiviert werden an dieser Stelle. Habe ich hier noch nicht aufgegriffen. Hauptfokus lag jetzt hier erstmal auf Gold, beziehungsweise gestern habe ich dort auch im Hinblick auf die Inflationszahlen, hat er dazu was geschrieben. Also hier sind die Inflationszahlen und die gucken wir uns gleich nochmal en Detail an. Und dann Gold mit Breakout-Versuch über 8,35, falls dieser Break nachhaltig ist. Meiner Einschätzung nach bestätigt mit einem Close über 8,35, haben wir zu sehen bekommen. Dann könnte das der Wegbereiter Richtung 1900 plus eben tatsächlich sein. Und wenn du solch eine signifikante Region hast, mit einem auch einem klaren Setup, wir erinnern uns dran. Ich hatte gestern ein Szenario skizziert, wo ich sagte, ich will das mal kurz mal einfangen. Und zwar erinnert euch dran, das gestrige Morning Meeting, das hatten wir hier. Ne? Das war dieses Tight werden in Anführungsstrichen in diesem charttechnisch relevanten Bereich. Und genau da hatte ich gesagt gehabt, naja, wir können einen Break eigentlich über die 8,32 bei Stop legen und Stop unterhalb dieser Konsolidierung, der liegt bei 8,18, 8,19 ungefähr. Das sind genau die Parameter gewesen, die ich für den Trade reingelegt habe. Also kurz bevor es zur Veröffentlichung hier tatsächlich kam, natürlich lag mein Hauptfokus auf meinem Silbertrade, der läuft natürlich jetzt auch sehr schön an, nachdem die 24 hat gehalten werden können, dazu gleich mehr. Aber
Ich habe genau so, wie ich das gestern im Morning Meeting gesagt, entsprechend den Goldtrade eben hier mit dem Buy-Stop über die Hochs entsprechend aufgesetzt und habe da natürlich mit viel Wohlwollen gesehen, dass wir hier sofort positives Feedback gesehen haben, der Bruch nachhaltig ist. Also ganz wichtig an der Stelle, es ist nicht nur ein technisch relevantes Level, sondern es ist an der Stelle eben auch ein fundamentaler Trigger, auf den auch viele Marktteilnehmer schauen. Also das heißt, an der Stelle, wir haben auch einen entsprechend zu erwartenden Anstieg im Volumen und demnach eben eine ansteigende Signifikanz eines solchen Breaks höher. Und dadurch, dass ich dann hier mit einem relativ kleinen Risiko reingekommen bin, wusste ich auch ganz genau, was ich jetzt nicht nur sehen möchte. Ich will einen Close darüber sehen, den ich auch dann plane für einige Tage zu halten. Also ich habe jetzt hier kein Momentum-Trade oder sonst dergleichen draus gemacht, sondern ich habe die Position aufgebaut und halte die Position jetzt in Erwartung, dass wir höhere Hochs markieren. Also das heißt, über die 8,68 brechen. Dann sind darüber hinausgehende Ziele, ich zeige das mal ganz kurz, das hatte ich heute früh hier hingeschrieben gehabt. Dann sind darüber hinausgehende Ziele da. Einmal die 8,80, darüber dann die 1900 aus psychologischer Perspektive und darüber dann die 29. Das sind dann jetzt in 20er-Dollar-Schritten eben entsprechend höhere Hochs. Ich habe dann die Möglichkeit, auch unter dieses Korrekturtief gestern durch die Zinsentwicklung und dergleichen, auch darauf blicken wir gleich noch, entsprechend eben habe ich die Möglichkeit, den Stop leicht in den Profit zu ziehen, weil ich möchte nicht sehen, dass wir da drunter fallen. Aber initial habe ich den Stop erstmal auf Break-Even nachziehen können, denn ich möchte, dass diese Breakout-Region gehalten wird. Denn wenn ich sage, 8,35 Close darüber für den Tag, und ich will nicht sehen, dass wir rausspritzen und dann wieder zurück in die Range rutschen, sondern dass der Bruch nachhaltig ist. Das zeigt mir eben entsprechend einen Schluss deutlich oberhalb dieses Ausbruchlevels. Dann kann ich an der Stelle nach diesem Feedback, nachdem der Trade dann an der Stelle schon fast zweieinhalb R für mich gelaufen ist, kann den Stop ganz komfortabel auf Break-Even ziehen, auf das Breakout-Level und kann sagen, und jetzt gucken wir einfach mal, wie sich der Tag, oder beziehungsweise nicht der Tag, sondern der morgige Tag, die zweite Wochenhälfte, beziehungsweise darüber hinausgehend dann auch jetzt vielleicht ein fundamentaler Shift im Bias der Marktteilnehmer eben in Bezug auf die Inflationserwartung, Stichwort besonders Realverzinsung an der Stelle entwickelt und habe eine sehr, sehr komfortable Situation. Und genau so manage ich den Trade jetzt als. Also erstes Ziel ist erstmal zunächst, dass wir die 8,68 anlaufen an der Stelle, beziehungsweise brechen können. Und sollten wir das schaffen, dann ist das hier, und das kann man im übergeordneten Bild sehen, eben potenziell der Wegbereiter bis in hier diese Gefilde. So, auf der Oberseite. Wir machen jetzt mal statt einer roten Linie, machen wir mal eine blaue. Das ist dann so das übergeordnete Ziel, vielleicht sogar für die kommenden Wochen, welches wieder anlaufen können. Also das sind wirklich stark bullische Vorgaben durch diesen Breakout an der Stelle. Gestern kam natürlich nochmal so ein Gedanke, und zwar, da schrieb, ich zeichne das mal ganz kurz hier, bezüglich des Retests der Ausbruchregion. Moment. Und zwar da. Hoffentlich gibt es ein Pullback, schreibt G. Lolo an der Stelle. Gibt es ein Pullback auf die Ausbruchslinie? Das ist ja durchaus ein gern gesehenes Szenario. Also Breakout und dann Retest der Ausbruchregion, um dann einen anschließenden Pop zu sehen. Ich möchte den natürlich erstens aus trading-technischer Perspektive nicht sehen, weil das würde entsprechen, dass ich ausgestoppt würde aus dem Trade. Aber ergänzend dazu ist es auch so, dass man hier bei Silber noch Entschuldigung, nicht nur bei Silber, auch bei Gold ganz besonders, eine Besonderheit mit einschließen sollte. Und zwar, dass es sich bei Gold grundsätzlich um einen sehr trendstabilen, sehr zinssensiblen Markt handelt. Wir wissen von zinssensiblen Märkten, dass die sehr trendstabil laufen, sobald sie mal laufen, besonders wenn sie einen fundamentalen Katalysator gefunden haben. Also das heißt, so eine trendige Bewegung, die trendet dann auch erstmal. Jetzt kam gestern natürlich dieser Pull-in, der dann allerdings um 8,42 hier Halt gemacht hat, also deutlich auch oberhalb der Breakout-Region und wo wir dann in den Abend hinein auch einen kleinen Bounce und Close dann auch über 8,50 gesehen haben. Aber genau hier, dieser Pull-in, da muss man sich dann auch ein bisschen die Frage stellen, was war der Hauptgrund dafür? Also wo kam der gerade her? Ich will auch, bevor wir jetzt zum Hauptgrund kommen und dann nochmal detaillierter die Inflationszahlen auseinandernehmen, mal ganz kurz einen Blick hier auf Silber werfen. Das war gestern eine ganz interessante Konstellation, weil zu diesem Zeitpunkt hier, als dann der Gold-Trade mit dem Breakout höher getriggert worden ist, da war Silber die einzige Position an der Stelle, die ich in dieser Perspektive eben gehalten habe. Ganz interessante Price-Action. Also, Stop, ganz kurz zur Erklärung. Ich hatte mein Entry, hatte ich hier am Vortag schon bereits gewählt, also am Dienstag war es. War es am Dienstag? War es am Montag? Nee, Dienstag war es, 9. Hatte er gesagt, die 24,22, glaube ich, habe ich ein Entry gehabt und hatte den Stop hier auf die 24 oder leichter drunter gelegt, weil das meine Inflection an der Stelle war, wo ich einfach sage, dann brechen wir auch ganz klar diese Trendlinie hier, diese Diagonale, und dann möchte ich auch nicht mehr long sein. Also dann scheint das erstmal hinfällig, so möchte ich mal sagen, diese sich kurz herauskristallisierende Aufwärtsstruktur. Wir haben diesen Bereich dann halten können und gestern mit der Veröffentlichung der Inflationszahlen haben wir eine ganz interessante Reaktion gesehen. Wir sind nämlich dann hier zunächst, das ist diese 14:30 Uhr Kerze, auf der Unterseite
in Richtung 24 geflasht und ich dachte schon, ah, das war's. Also ich war etwas überrascht, ehrlich gesagt, beziehungsweise ich habe im ersten Moment, also ich habe mir erst die Price Action angeschaut und dann habe ich auf die News geguckt und habe dann beim zweiten Hinschauen auf die News, also auf den Print gesehen, dass sich eigentlich ein fundamental sehr günstiges Bild für meinen Trades etabliert. Ich habe beim ersten Mal gedacht, ah ja, wie erwartet, und habe dann realisiert, überhaupt nicht wie erwartet, deutlich oberhalb der Erwartung, 6,2% year on year, beziehungsweise auch die Core Inflation, also die Kerninflation darüber. Und dann musste ich in Anführungsstrichen schnell denken, beziehungsweise an der Stelle habe ich Glück gehabt, dass ich ja natürlich ein entsprechendes Szenarientableau schon für mich skizziert hatte. Dieser kurze Pop oder dieser Flush erstmal auf der Unterseite Richtung 24, der ist begünstigt worden, auch in Gold, wir sind Richtung 8,20 gelaufen, der ist begünstigt worden durch den Umstand, dass kurzzeitig der Zins auf der Oberseite gespiked war. Denn logischerweise, wenn die Inflationserwartung anzieht, dann wollen wir an der Stelle natürlich höhere Zinsen gezahlt sehen, um den resultierenden Kaufkraftverlust eben zu kompensieren. Und demnach ziehen die Zinsen initial erstmal an, was dann, wenn du das aus rein algorithmischer Perspektive tradest, ohne eine entsprechende Einschätzung, was das global makroökonomisch bedeutet, was dann erstmal initialen Flush, in dem Fall auf der Unterseite, für zinssensible und negativ zu Zinsen korrelierte Assets wie Edelmetalle, sprich Gold oder Silber, nach sich zieht. Also sehen wir kurz den Pop. Und ich habe das ganz aktiv dann hier beobachtet, weil ich wollte an der Stelle natürlich vermeiden, hier durch einen kurzen Flushout unter die Tiefs ausgestoppt zu werden und dann im übertragenen Sinne der Liquiditätsanbieter zu sein für den entsprechend diesen Run auf der Oberseite. Ich bin glücklicherweise nicht dazu gezwungen worden, hier in irgendeiner Form außer zu beobachten, aktiv zu werden. Und dann kam eben mit etwas Verzögerung, das waren 2, 3 Minuten vielleicht, kam dann plötzlich der Pop auf der Oberseite. Und eine richtige Kursexplosion. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt bist du im Driver Seat, in Anführungsstrichen. Jetzt entwickelt sich das genau so, wie du eigentlich dieses Szenario schon im Morning Meeting eben entsprechend skizziert hast. Aber auch hier war es so, wir sahen eben entsprechend ein Pull-in, einen sehr scharfen Rücksetzer. Und dann, naja, dann kommt so ein bisschen die Frage auf, also ich bin auch hier in dem Trade abgesichert auf Break-Even, weil auch in dem Fall, wenn wir diesen Bereich hier unterschreiten, den Einstieg, dann brechen wir diese Trendlinie. In dem Fall, also konnte ich auch hier legitim den Stop dann auf plus minus null erstmal nachziehen. Da weiß ich, dass ich falsch bin. Aber jetzt kommt dennoch natürlich so ein bisschen die Frage auf. Sollte man dann darüber nachdenken, vielleicht wenigstens einen Teil zu realisieren, dass man wenigstens teilweise fürs Risiko bezahlt, es steht nicht komplett auf Break-Even und dergleichen. Und dann fängst du an, darüber nachzudenken, was ist hier gestern eigentlich passiert? Und mit ein bisschen Distanz realisierst du dann, dass diese Reaktion nachvollziehbar ist, aber dass du eigentlich noch nicht mehr Informationen hast, außer jetzt abzuwarten, wie reagiert der Markt in den kommenden Tagen. Aktuell sehr günstig. Und mit höheren Hochs über die 25,10 an der Stelle wird dann auch übergeordnet ein Kursziel aktiviert bis in Gefilde 26, eventuell sogar darüber, bis in diese starke Widerstandsregion hier, die wir im Mitte diesen Jahres im Sommer ungefähr ausgebildet haben, um 27 roundabout. Das würde auch korrespondieren mit einer Rückeroberung hier der 200-Tage-Linie an der Stelle. Also Fakt ist auf jeden Fall einmal, dieser Pull-in, den wir zu sehen bekommen haben, ist zinsbegünstigt gewesen. Ich habe das auch gestern dann im Growth-Bereich gesehen. Wir wollen mal ganz kurz auf zum Beispiel den Nasdaq hier schauen, was da passiert ist. Der hat ebenfalls starken Abgabedruck gesehen. Ihr werdet sehen, dass die Zeiten hier an der Stelle, ab 16 Uhr war es ungefähr bereits, also wir sind schon ein bisschen verhalten in den Tag gestartet und dann kam hier doch ein deutlicher Rollover und wir haben uns in den Abend nur marginal erholen können. Wir haben in der Konstellation einfach genau das gesehen, was du erwartest. Anziehende Inflationserwartung, infolgedessen anziehende Zinsen. Ich will das mal kurz hier zeigen. Wo sind wir denn? US 10, US 10, US 10, wo sind sie? Da sind die US 10. Da kommt der Pop. Moment, Verzeihung, das Ganze ist ja Quatsch. Hier unten war es schon 10. Genau, gestern 14:30 Uhr hier. Das sind 5-Minuten-Chart auf 10-Minuten-Basis, auf 10-Jahres-Zinsbasis. Da sehen wir einen Pop und dann kommt eben hier dieser Rollover. Und dann haben wir ab 15:30 Uhr kontinuierlich Nachfrage gesehen und tatsächlich dann, also das ist eine Riesenbewegung, also eine Riesenbewegung, wir reden von einem der liquidesten Future der Welt, von einem der tiefsten, aktivst gehandelsten Märkte der Welt. Und in dem Fall 10-jährige US-Zinsen sind hier von 1,47 in der Spitze bis auf 1,59, also fast 1,60, 1,6% gestiegen. Das sind 13 Basispunkte. Jetzt würde man sagen, ja, ist das so viel? Nochmal, das ist der zweite
tiefste Markt der Welt, der Schuldenmarkt an der Stelle. Der wird nur noch übertroffen vom Devisenmarkt. Und das ist eine mega riesengroße Bewegung, die da stattfindet, die auch entsprechende Reallokation von Portfolios entsprechend nach sich zieht, von diversen Portfolio-Managern, die entsprechend darauf agieren. Und ganz besonders durch die sich eintrübende Wachstumsaussicht, anziehende Inflation, die dann auf, sich niederschlägt auf einem eintrübende Gewinnmargen beispielsweise von Wachstumsunternehmen. Das ist dann nur folgerichtig, dass solche Unternehmen, die im Wachstumssegment tätig sind, entsprechend derartige Rückschläge sehen, wie sie gesehen haben, hauptsächlich gelistet im Tech-Bereich, folglich US-Tech unter Druck. Das war die Folgereaktion. Und jetzt kommt genau der Punkt. Dieser anziehende Zins, der macht sich auch bemerkbar dann in, wie gesagt, zinssensiblen Assets wie beispielsweise Gold, der aber dann in dem Fall der Goldpreis sich deutlich über der Ausbruchniveau-Region stabilisieren kann mit dem Schlusskurs. In Silber bemerkbar durch eben diesen Pull-in, vielleicht sogar nochmal eine etwas stärkere Reaktion, ein stärkerer Pull-in, nicht nur weil der Silberpreis im Laufe des Tages über 3% hier in der Oberseite gehandelt wurde, sondern auch ausgehend von seiner Korrelation zur Wirtschaft. Eben weil es nicht nur ein reines Edelmetall und ein potenzieller Inflations- oder Realverzinsungshedge ist, sondern an der Stelle auch ein Industriemetall und ein sich eintrübendes wirtschaftliches Umfeld durch anziehende Zinsen, weil nämlich potenziell, um diese Inflation einzudämmen, Liquidität entzogen wird. Das schlägt natürlich dann auch nochmal etwas heftiger auf Silber durch. Aber wir können eben auch hier sehen, auch hier ist dieser Impuls größtenteils verteidigt hat werden können. Und nun ist jetzt die Überlegung dann meinerseits und das, was sich eben dann bei mir gestern Abend zeigt, wir müssen jetzt abwarten. Also ich muss jetzt geduldig sein, ich muss gucken, können wir diese Tiefs halten? Sehen wir vielleicht nochmal eine Gegenbewegung? Nehmen wir dann die Hochs raus? Dann weiß ich, ich bin im Driver's Seat und dann ist das auch ein klares Feedback des Marktes, der nämlich an der Stelle sagt, uns interessiert an der Stelle nicht der Zins. Was uns jetzt hier interessiert, ist die Realverzinsung, ist das real steigende Risiko einer sich langfristig auf sehr hohem Niveau stabilisierenden Inflation, infolgedessen es zu einer Flucht in dem Fall reale Werte kommt, Edelmetalle kommt. Und in dem Fall ist es jetzt so, wir haben gestern zeitweise in diesen Inflationspop, das spiegelt sich hier nicht ganz wider, aber wir haben zeitweise uns bei deutlich oberhalb von minus 1,2% stabilisiert. Jetzt sehen wir einen kleinen Pull-in, also das heißt etwas anders formuliert, wir sehen an der Stelle eine leicht abnehmende Realverzinsung an der Stelle, wir müssen allerdings an der Stelle natürlich auch sehen, ich will es nicht unterstellen, aber naja, es ist eben das Finanzministerium der USA und die sind jetzt nicht unbedingt gerade willens wahrscheinlich, irgendwie Sorge in der Bevölkerung zu schüren oder sonst dergleichen. Sorge innerhalb der Bevölkerung zu schüren und irgendwie die Leute in Anführungsstrichen darauf vorzubereiten, dass eventuell dieses sich anziehende Inflationsumfeld nicht als wie von der Fed und diversen offiziellen seitens der Politik transitory, also vorübergehend herausgestellt wird. Die fangen jetzt schon an zu rudern, dahingehend, dass sie sagen, ja, transitory, das habt ihr alles falsch verstanden. Also das gibt ja ganz andere Definitionen hier von aus volkswirtschaftlicher Perspektive und dergleichen. Ja, das hat sich ja mittlerweile deutlich herauskristallisiert, welche Möglichkeiten es dort zu Kurswechseln innerhalb eines potenziellen Krisenmanagements gibt. Das bezieht sich ja nicht nur jetzt auf die anziehende Inflation und die Geldpolitik, sondern das findet man ja auch beispielsweise im Hinblick auf die Kommunikation rund um Corona, jetzt vierte Welle und dergleichen, Herdenimmunität und so. Das war alles ursprünglich gar nicht so gemeint. Also eventuell sollte man da mal an den Kommunikationswegen arbeiten und vielleicht sich vorher Gedanken machen, bevor man den Mund aufmacht. Ja? Ich meine, das fällt einigen Politikern besonders schwer, ja, besonders bayerischen Politikern habe ich das Gefühl. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass in dieser Konstellation sich mehr und mehr eben zeigt, dass sich eben der Deckel nicht mehr zwangsläufig auf dem Topf halten lässt. Denn jetzt fangen die Menschen an, plötzlich nervös zu werden, beziehungsweise realisieren, dass offensichtlich niemand irgendetwas unter Kontrolle hat. Nicht nur in Bezug jetzt auf dieses Corona-Management, sondern wir bleiben jetzt erstmal nur bei der Inflation, auch in dieser Hinsicht. Das hatte ich mal vor relativ langer Zeit eigentlich schon zu einem sehr guten Freund von mir gesagt. Ich sagte, dann der Moment, das wird dann beginnen zu kippen, wenn es den Leuten an den Geldbeutel geht. Weil dann merken die Menschen nämlich, dass das nicht mehr etwas ist, was irgendwie andere betrifft, sondern was sie eben selbst direkt betrifft. Das hatte ich ihm darauf gesagt, als er meinte, besonders in Bezug jetzt auf die Deutschen. Also wir gucken uns jetzt die US-Inflation an, aber in Deutschland stellt sich das ja relativ ähnlich, da im europäischen Kontext und der anziehenden Inflation, die wir hier haben, Realverzinsung mittlerweile bei uns bei minus 4,6%, glaube ich, bei minus 5% irgendwie so in dem Dreh. Und in dem Fall sagte ich eben, du hast absolut recht, also die Deutschen sind da ein bisschen träge vielleicht, aber in dem Moment, wo eben wirtschaftliche Konsequenzen sich abzeichnen und ganz besonders es an den Geldbeutel geht,
da, glaube ich, hört der Spaß bei vielen auf. Und dann ist der Moment erreicht, wo das Risiko steigt, massiv steigt, so möchte ich es mal vielleicht formulieren, dass es eben zu einem Kippen der Stimmung kommt. Und dass das real ist, dass diese Sorge auch seitens der Politik durchaus wahrgenommen wird, das zeigt sich wiederum, nochmal, wir switchen so ein bisschen zwischen Europa und den USA, aber die Situation ist äquivalent, ja, tatsächlich muss man sagen, beziehungsweise sehr stark vergleichbar. Das merkt man eben in dem Zusammenhang. Gestern lief dann plötzlich in diesem Zusammenhang hier der POTUS über den Ticker, das ist der President of the United States. Ja. Inflation hurts Americans' pocketbooks and reversing this trend is a top priority for me. Inflation nach diesen Zahlen ist offensichtlich etwas, was die Ersparnisse bzw. das Geld der Menschen entwertet, ja, die Pocketbooks. Und dass dieser Trend, der will seinerseits gebrochen werden, das ist eine Top Priority für ihn. The largest share of the increase in prices in this report is due to rising energy costs. Ja. Der größte Anteil hier der ansteigenden Preise ist infolge steigender Energiepreise zu verzeichnen. Welche Überraschung. Also ich halte da übrigens gegen. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Beziehungsweise man hätte diesen Print auch bekommen, wenn man noch andere Komponenten mit eingefangen hat. Gestern hat zum Beispiel hier Zero Hedge Folgendes getwittert. Ich will das mal ganz kurz zeigen. Das war da nicht mit drin. Das ist der Index, der die Preisentwicklung für Gebrauchtfahrzeuge in den USA abbildet. Ja. The CPI should be even hotter. It's not reflecting real-time used car prices, which hit an all-time high. Also der Verbraucherpreisindex, der schaut sich ja nur ganz bestimmte Konstellationen an von angeblichen Gütern des täglichen Lebens. Mittlerweile stellt man sich die Frage, welche Güter des täglichen Lebens bildet der eigentlich noch ab? Weil gefühlt liegt die Inflation noch mal deutlich höher. Wenn man den Preisindex, glaube ich, von Anfang der 80er zugrunde legt, dann liegt die Inflation in den USA allein bei über 20%. In dem Fall sind es jetzt hier gebrauchte Fahrzeuge, die nicht beinhaltend im Verbraucherpreisindex sind, die eben ein neues Allzeithoch markiert haben. Infolge der verstärkten Nachfrage nach gebrauchten Fahrzeugen. Warum? Naja, weil Neufahrzeuge immer schwerer zu produzieren sind, weil es ja an allen Ecken und Enden im übertragenen Sinne Lieferengpässe gibt, beziehungsweise Angebotskettenunterbrechungen und beispielsweise klitzekleinste Teile im Bereich Semiconductor zum Beispiel, also Halbleiter, eben nicht verfügbar sind, verbaut werden können und infolgedessen ein Auto nicht vom Band laufen kann. Demnach werden diese Autos dann eben weniger stark schnell produziert. Infolgedessen, die Leute sagen, ich brauche aber ein Auto, um von A nach B zu kommen, dann muss ich mir einen Gebrauchtwagen kaufen. Dadurch steigt aber ganz natürlich die Nachfrage nach diesen. Das Angebot bleibt aber beschränkt für Gebrauchtfahrzeuge, folglich steigt der Preis für Gebrauchtfahrzeuge. Und das bedeutet etwas anders formuliert. Was Herr Biden hier macht, ist natürlich auf das zu zeigen, was jetzt aktuell in diesem Zusammenhang, wir müssen alles grüner machen und regenerative Energien und dergleichen, was sich aktuell gut im Sprech macht, im Narrativ einfach widerspiegelt, Stichwort Klimakrise und dergleichen. Nur diese Entwicklung, erstens war sie absehbar und zweitens, selbst wenn wir sie rausnehmen würden, diese Energiepreisentwicklung, was wir natürlich nicht können, weil sie wesentlich unsere täglichen Lebenshaltungskosten beeinflusst, dennoch ist es so, dass wir diese Komponente mit anderen Bereichen ersetzen könnten, wie zum Beispiel gebrauchte Fahrzeuge. Natürlich, jetzt brauchen wir auch da Energiepreise, beziehungsweise müssen wir die ranziehen, Stichwort Fuel, also das heißt Benzin und der weiter. Deswegen, das eine begünstigt das andere. Aber nichtsdestotrotz ist diese Aussage eben nur auf einen Punkt zeigend. Und dass er es zur Top-Priorität für sich macht, ist zwar schön und gut, aber nichtsdestotrotz, wir müssen in dem Fall, also er verweist dann zum Beispiel darauf, man hatte ja dann hier im Hinblick auf den Net Gas Price, also den Erdgaspreis, beziehungsweise die Gaspreise generell, Maßnahmen ergriffen. Und jetzt verweist er darauf, naja, die Zahlen wurden ja hier gesammelt und dann jetzt entsprechend aufbereitet. Kurz nachdem wir da eine entsprechende Maßnahme verabschiedet haben, die dann dazu führte, dass, jetzt holen wir mal ganz kurz hier Natgas auf den Weg, auf den, nee, Moment, nee, 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 Gas, Natural Gas, so, fahren wir mal ein bisschen nach unten, so, und da sehen wir ja schon einen sehr, sehr scharfen Drop, also nichtsdestotrotz, wir notieren immer noch substanziell im Bereich oberhalb der September-Hochs und übrigens rein charttechnisch auch in einem interessanten Bereich, also diesen Bereich hier für Long-Engagements in Betracht zu ziehen, um so 460, ist nicht unbedingt die schlechteste Idee, ehrlich gesagt, weil man darf davon ausgehen, dass die Nachfrage nach entsprechend eben hier Erdgas an der Stelle weiter hoch bleiben wird. Jetzt mal unabhängig davon, also das heißt etwas anders, man versucht hier schon entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um die Preise zu cappen, aber das wird den natürlichen Entwicklungen in diesen Bereichen keinen Abbruch tun. Also es wird also weiter hier Möglichkeiten geben, nicht nur Möglichkeiten, sondern es wird weiter einen Preisdruck geben, der sich abzeichnet und infolgedessen Inflation weiter hoch bleiben wird. Und jetzt anders formuliert, was
ich jetzt hier vor allem sehe, ist eine beginnende Verzweiflung seitens der Politik. Nochmal, das macht sich in den USA bemerkbar, das wird aber auch hierzulande stattfinden. Das wird sich zeigen. Also Inflation war ein Thema, das hatte Frau Lagarde auch auf der letzten EZB-Sitzung deutlich gemacht. Und das wird schlimmer werden. Also das heißt, der Preisdruck, der wird sich hier kontinuierlich weiter aufbauen. Und demnach wird es immer schwieriger werden seitens der Politik, ganz besonders diesen Deckel draufzuhalten. Wir sehen jetzt schon bereits, und da kommen wir jetzt dann schließlich so ein bisschen den Kreis, was ich gerade eingangs sagte im Hinblick auf Lockdown, in dem Fall besonders für Ungeimpfte und so weiter. Ich greife diesen Ball nochmal auf von vor einiger Zeit. Diese Entwicklungen sind keine Überraschung. Also, denn sie spiegeln an dieser Stelle ganz wesentlich wider, dass man irgendwie versucht, dieses Geld, was in den Wirtschaftskreislauf gepumpt wird, gedrückt, also diese Mengen an Liquidität zur Verfügung stellt, besonders seitens der EZB, Sparguthaben, die sich aufgetürmt haben, in Deutschland zum Beispiel, haben wir ja neue Allzeithochs kontinuierlich markiert, nur um jetzt in den letzten 2 Monaten zu sehen, dass das Geld mehr und mehr im Grunde genommen von dem Sparguthaben abgezwackt wird und in die Wirtschaft bereits zu fließen scheint. Zum Inflationsdruck also hierzulande bzw. europaweit beginnt beizutragen. Jetzt haben wir in dieser Konstellation ist einfach mal, die Politik hat die Kontrolle verloren. Also das heißt, die haben keine Hand darüber, wie sie die Inflation beeinflussen können. Das könnten sie mit einem zentralen Digitalbankgeld, indem sie zum Beispiel die dann zur Verfügung gestellten Geldbeträge rationieren und damit dann den Fluss, besonders die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes eben beginnen zu beeinflussen aktiv. Das können sie aktuell aber nicht, weil es dieses Zentralbankgeld noch nicht gibt. Und jetzt fängt sich auf einmal an, in der kalten Jahreszeit der Energiepreis deutlich aufwärts zu bewegen, was zu erwarten war. Infolgedessen eben die Inflation zuzunehmen. Das bedeutet, die Leute merken es immer mehr bei ihren täglichen Verbrauchsgütern auch, nicht nur in Bezug auf Energie, auch in Bezug auf beispielsweise Gemüse und dergleichen. Und das kombinieren wir jetzt einfach mal mit der Konstellation, dass an dieser Stelle eben die Pandemie immer noch nicht kontrolliert wird. Was ja durchaus hätte abzusehen sein können, wenn man sich mit der Materie ein bisschen auseinandersetzt. Zum einen hat sich herauskristallisiert, mehr und mehr, die Indizien verdichten sich, dass es sich bei Covid um eine saisonale Krankheit handelt. Zum anderen konnte man auch sehen, und das hat zumindest jetzt ja der Kanzlerabschnitt, der scheidende Herr Braun, ja kommuniziert, man wusste eigentlich von vornherein, dass es diesen, in Anführungsstrichen, dritten Peaks geben würde. Das zeigt sich ja in anderen Ländern. Also jemand, der mit offenen Augen durch die Welt läuft, der ist ja jetzt von der aktuellen Entwicklung diesbezüglich nicht überrascht. Also ich jedenfalls nicht. Und in diesem Zusammenhang ist es eben so, also nehmen wir Stichwort Israel, ne, wenn man sich die Entwicklung dort dementsprechend anschaut. Und jetzt ist es einfach mal so, jetzt muss man plötzlich den Leuten erklären, dass all das, was man ihnen in Aussicht gestellt hat, Rückkehr zum Normal, Freedom Day, was immer durch die Thema, durch die Impfung ist der Weg aus der Pandemie. Und ja, jetzt stellt man plötzlich fest, das funktioniert nicht. Was versuchst du also? Du versuchst von deinem Versagen abzulenken und du versuchst ein Feindbild zu konzipieren. Das hat es in der Politik, in der Geschichte schon immer gegeben. Das gab es auch in anderen politischen Umfelden, auch ganz besonders in Deutschland. Ohne jetzt zu sagen, was, aber jeder, der in die Geschichte aufgepasst hat, weiß genau, worauf ich verweise. Und dieses Versagen, dieses Kreieren eines Feindbildes, das ist natürlich jetzt an dieser Stelle ein gefundenes Fressen für die Politik, um vom eigenen Versagen abzulenken und ergänzend dazu nicht nur das zu nutzen, um da mit dem Finger drauf zeigen zu können und zu sagen, guck mal da, die Ungeimpften, die sorgen dafür, dass die Pandemie außer Kontrolle gerät, sondern ergänzend dazu kann man eben auch dann Maßnahmen, wenn man das dann entsprechend so kommuniziert, ergreifen, um die vom Wirtschaft Leben größtenteils auszuschließen und dadurch auch diesen Inflationsdruck irgendwie einzufangen und diesen sich abzeichnenden potenziellen gesellschaftlichen Druck, dem sich die Politik mehr und mehr gegenüberzustehen sieht. Gefühlt ist es aber so, dass sich besonders in unserer Bevölkerung beginnt, langsam so ein Gedanke zu etablieren, der sagt, was für ein Quatsch. Also wie soll es denn sein, dass sich jetzt nur Menschen, die sich mit diesem Impfstoff, der offensichtlich nicht das hält, was er verspricht, was man, wie gesagt, wenn man das mal aus rein pharmazeutischer Perspektive betrachtet, erwartet werden durfte. Unterhaltet euch mal mit dem Apotheker eures Vertrauens, auch mit dem Arzt eures Vertrauens, der wird euch das bestätigen, dass man wusste, dass nach 6 Monaten in diesem Zusammenhang die Wirkung nachlässt. Und diese Menschen, die stehen auch im Austausch teilweise, mindestens teilweise, mit zum Beispiel in dem Fall in Deutschland jetzt unserem Gesundheitsministerium. Das heißt, die wussten auch dann in diesem Zusammenhang sehenden Auges, dass wenn wir beginnen, die vulnerablen Gruppen zu Beginn eben dieses Jahres beziehungsweise ab dem zweiten Quartal beginnend, März, April, zu impfen, dass nach 6, 7 Monaten einfach die Wirkung dieser Impfstoffe nachlässt. Jetzt stellt sich schon die Frage, wieso hat man dann
eigentlich jetzt keine Vorkehrungen getroffen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, von der man hatte gewusst, wenn man sich denn dann kritisch damit auseinandergesetzt hat, beziehungsweise auch mal diesen kritischen Stimmen oder vielleicht auch hinter vorgehaltener Hand mal in einem persönlichen Gespräch mit jemandem, der sich mit solchen Entwicklungen auskennt und der weiß, wie Impfstoffe wirken und dass die Wirkung dann potenziell nachlässt und dergleichen. Wenn man dazugehört hätte, wie kommt man auf die Idee, nicht nur Tests kostenpflichtig zu machen, sondern ergänzend dazu auch beispielsweise Testzentren zu schließen, keinerlei Vorkehrungen zu treffen in irgendeiner Weise, eben diese jetzt wieder zunehmenden Verschärfungen, besonders im Bereich Pflege, auch auf den in den Krankenhäusern, Intensivstationen. Wieso hat man nichts dagegen getan? Man wusste es. Also man ist sehenden Auges eigentlich in diese Krise reingerannt. Ja, und dieses Versagen, jeder, der sich seines gesunden Menschen verständigt, der sieht das ja. Also das heißt, man versucht im Grunde genommen nichts anderes, als davon abzulenken und den Finger auf die Ungeimpften zu setzen und sagen, die sind schuld, die sind es jetzt gewesen, warum diese Pandemie aus dem Ruder läuft. Nochmal, wir werden feststellen, bei späterer Nachbetrachtung der Situation, vielleicht unsere Kinder dann im Geschichtsunterricht, dass die Ungeimpften, so wie sie jetzt ja überall über den Ticker gejagt werden und im Grunde genommen diese Hexenjagd, der sie sich ausgesetzt sehen, dass die gar nichts dafür konnten, im Grunde genommen. Und dass sie im Grunde genommen einfach nur eine absolut nachvollziehbare Skepsis an den Tag gelegt haben, weil sie gesagt haben, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich sehe nicht, dass diese Impfung in irgendeiner Form, nicht nur für mich gesundheitlich einen Sinn macht. Ja, also das ist durchaus nachvollziehbar, dass man sagt, naja, ich habe hier eine Chance-Risiko-Abwägung, ich bin ein junger Mann, junge Frau, Anfang, Mitte 20. Die Wahrscheinlichkeit eines schweren Covid-Verlaufs ist bei mir verschwindend gering. Nicht, dass sie nicht auftreten, also nicht, dass wir das falsch verstehen. Das tritt trotzdem auf. Man kommt aber eventuell ausgehend von seiner Physis, von seiner Anamnese zum Schluss zu sagen, macht keinen Sinn. Ergänzend dazu stehe dann auch noch die Frage Langzeitwirkung und dergleichen, wie auch immer man das definiert, da sind wir jetzt auch mittlerweile dann irgendwelche Überlegungen. Ja, und dann kommst du am Ende zu dem Schluss zu sagen, okay, ich glaube nicht, dass das der Weg aus der Pandemie ist. Also, und demnach möchte ich mich damit nicht impfen lassen. Tja, und jetzt stehen diejenigen, welchen eben in Anführungsstrichen mit dem Rücken zur Wand, beziehungsweise werden eben die Enge getrieben und der Finger wird drauf gehalten, aber nicht, weil sie wirklich der Grund sind, sondern weil sie vom Versagen der Politik ablenken sollen. Und dieser Druck, der baut sich an allen Ecken auf. Die Frage, die sich mittlerweile mehr und mehr zu stellen scheint, ist vor allem, das ist das, was bei mir jetzt nicht sich beginnt zu präsentieren als Gedanke, wie lange kann das aufrechterhalten werden? Wann kippt die Stimmung vollends? Und also wir stehen auf jeden Fall an einem Kipppunkt. In den USA denke ich auf jeden Fall, aber auch beispielsweise in Europa anziehende Inflation. Bis hierhin hat man das alles über sich ergehen lassen. Jetzt erkennt man, keiner weiß genaues, kompletter Kontrollverlust in der Politik, sehenden Auges in die Krise hinein und dann habe ich auch noch wirtschaftliche Konsequenzen. Ich befürchte, das ist schon ein sehr, sehr giftiger Cocktail. Sollte sich das beginnen, dann auch noch auf die Gesellschaftsteile, besonders junge Familien auszuwirken, dass irgendwie eine Impfpflicht für Kinder verabschiedet wird. Ich befürchte, dann haben wir ein gesellschaftlich ziemlich turbulentes Jahr 2022 vor uns. Das ist zumindest so meine derzeitige Einschätzung. Kommen wir aber zurück zu den Märkten, was das jetzt bedeutet. Das ist eine Unsicherheit, besonders im Hinblick auf die Inflationsentwicklung, die sich auch weiter forcieren sollte, die dann eben dazu führt, dass die Realverzinsung, auch wenn sich das derzeit in diesen Zahlen noch nicht widerspiegelt, aber gestern haben erste reale Abbildungen gezeigt, dass wir hier schon zwischenzeitlich auf neue Jahreshochspikes gesehen haben, dass sich das weiter beschleunigt. Und dann kommen wir eben zu dem insgesamt bullischen Bild, welches ich dann an der Stelle besonders für Gold skizziere oder beispielsweise auch für Silber und davon ausgehe, dass das der Beginn eben dann auch vielleicht, jetzt erstmal kurzfristig betrachtet, der Beginn einer Jahresendrallye ist, der jetzt auch die technischen, nicht nur die fundamentalen, sondern auch die technischen Gegebenheiten erfüllt, höhere Tiefs beginnen auszubilden, dynamischer Breakout, also ein Follow-through in den kommenden Tagen, Wochen in Richtung 900, 920 scheint mir durchaus realistisch. Wir sind ja auch schon knapp dran, also müssen wir an der Stelle sagen, wir sind jetzt bei 860, das sind nochmal 40, 50, 60 Dollar auf der Oberseite. Das muss allerdings noch nicht das Ende der Banane gewesen sein, das könnte durchaus sein. Das hat sich in den letzten fast, ich glaube schon 10 Jahren, müssen wir mal saisonal betrachten, hat sich das herauskristallisiert, dass dieses Zeitfenster besonders ab Dezember bis Anfang Januar grundsätzlich ein sehr bullisches war. Also da kommt auch gerade eine sehr, sehr interessante Konstellation aus der Perspektive eben zum Tragen. Ja, das spricht wie gesagt eben für Edelmetalle an dieser Stelle und lässt diesen Breakout eben hier sehr, sehr substanziell anmuten. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich gucke mal ganz kurz in die Chatbox, bevor ich weitermache. Ob ich jetzt hier eine Frage vielleicht übersehen habe?
Ganz genau. Also erstmal, ganz kurz, Goldschenk, ich sag gleich was, ganz kurz an Dandy, der schreibt, deswegen auch aktuell die Dollarstärke, begünstigt durch Zinsen. Ja, absolut. Ich glaube, das hat ganz wesentlich damit zu tun. Wir gehen mal kurz auf den Euro-US-Dollar und dieser Drop unter 1,15, also die sich jetzt wieder beschleunige Abwärtsbewegung, das hat ganz klar zum einen damit zu tun, dass jetzt aktuell US-Zinsen auf dem Vormarsch sich befinden. Wie gesagt, zwecks Inflationshedge in Anführungsstrichen, beziehungsweise erwarten, dass im Anstieg von einer Inflation die Zinsen steigen, um den Kaufkraftverlust auszudenken, beziehungsweise dass zeitnah die Fed sogar gezwungen ist, noch aggressiver zu tapern, was natürlich eine Katastrophe ist für Equity-Märkte. Ja, das ist der nächste wirtschaftliche Aspekt, der berücksichtigt finden muss. Wir haben jetzt im Grunde genommen, ich habe keine genauen Zahlen, aber ich habe es gelesen auf jeden Fall, dass die Tendenz ergibt. Es gibt einige Menschen, die sagen, ich gehe gar nicht zurück in die Arbeit, ich habe jetzt mit Crypto-Trading oder auch mit Equities-Trading, Aktien-Trading, zum Beispiel im Laufe der letzten anderthalb Jahre, Pandemie, Lockdown, zu Hause bleiben und dergleichen, so viel Geld verdient, wie ich vorher in meinem Job nie verdient habe. Natürlich meistens aus Unwissenheit, ne? Also massiv überhebelt beispielsweise Positionen einzugehen, Risiko-Money-Management spielt keine Rolle, aber es steigt ja alles. Ne? Und dann habe ich einfach mal 10 Kilo, die stelle ich in der Tesla rein und dann mache ich eben meine, weiß ich nicht, 10-Bagger und verdiene 100.000 im Grunde genommen mit einem Tesla-Trade, wo ich nichts weiter mache, als im Grunde genommen nur zuzugucken, wie das Konto wächst. Das hört sich ja sehr plump an, aber dieser Bias, der scheint sich auch besonders im Kryptobereich etabliert zu haben. Und genau diese Entwicklung eben ist gefährlich dahingehend, dass sobald hier jetzt sich ein Taper abzeichnet, natürlich das auch wirtschaftliche Konsequenzen auf jene Bereiche hat, wo die Menschen eben sagen, ich habe eigentlich gar keinen Job mehr und jetzt habe ich auch noch einen Großteil meines Kapitals, was ich im Aktienbereich mir zusammengezockt habe, verloren. Das kann durchaus nochmal zum gesellschaftlichen Druck kontinuierlich beitragen, weswegen die Fed eventuell nicht so wirklich willens ist, hier massiv zu tapern. Nichtsdestotrotz, die Spekulation darauf, die spiegelt sich in der aktuellen Zinsentwicklung wieder. Die sehen wir jetzt im Euro-US-Dollar mit dem Drop unter die 1,15. Dieses bärische Bild hatte ich aber schon seit geraumer Zeit skizziert. Also das ist jetzt eigentlich nur der nächste fundamentale Trigger, der hier einfach diese technische Situation sich begünstigen zeigt. Ziel der ganzen Region zunächst einmal, würde ich sagen, dieser Bereich hier. Das ist ungefähr der 1,14er Bereich, 1,13er Bereich, so Pi mal Daumen, als erstes Ziel auf der Unterseite. Umso interessanter übrigens, das muss man auch sehen, diese Stärke, die sich hier im US-Dollar jetzt abzeichnet, dass die Hand in Hand geht mit Gold, zeigt, dass der Markt sich wegbewegt von also Taper-Spekulationen und infolgedessen bärisch für Gold oder Edelmetalle, mehr in Richtung hin, oh, jetzt wird es ungemütlich. Edelmetalle, Absicherungsgeschäfte, in diesem Zusammenhang sollte man im Portfolio beimischen. Man ist eventuell underweight und infolgedessen sieht man auch jetzt eine zunehmende Nachfrage nach diesen Assets. Ja, das ist, da sind wir uns einig. Also ich glaube, es wäre absolut naiv an dieser Stelle, es wäre absolut naiv zu glauben, dass dieses 2G, was jetzt hier stattfindet, dass sich das nicht auf breiter Front durchsetzt. Das hatte sich aber schon abgezeichnet zu Beginn der Pandemie. Das waren schon damals noch Verschwörungstheorien von den Leuten, die dann eben massivste Einschränkungen erfahren haben, besonders wenn sie eben im journalistischen Bereich tätig waren und wo man ihnen Panikmache und dergleichen unterstellt hat. Das ist auch ein Punkt, dass sich das etablieren wird, davon ist auszugehen. Also davon gehe ich aus, also ich bin nicht naiv, also ich denke, dass dieser Machterhalt seitens der Obrigkeit dahin führen wird, dass man Menschen unter Druck setzen wird, entsprechende Vorgaben zu erfüllen und sich einen QR-Code zu ziehen, damit man den Zugang zu bestimmten Bereichen hat, aber das ist alles in die gleiche Kerbe schlagend, das ist genau diese vollständige Kontrolle, die es dir ermöglicht, beispielsweise solche Entwicklungen, anziehende Inflation und dergleichen einzudämmen. Ne? Also das zielt alles, jedenfalls in meinem Puzzlespiel, auf die gleiche Richtung ab. Also dass wir den Pfad, wo es um Gesundheit geht, lange verloren haben oder verlassen haben, ich denke, daran hat keiner mehr wirklich Zweifel. Die Frage ist halt meiner Meinung nach, wie lange lässt sich das aufrechterhalten? Ja? Jetzt, wir sind da vielleicht, also beziehungsweise ich merke das auch bei mir, wir betrachten das vor allem auf den deutschen Bereich beschränkt, aber das ist ja ein globales Phänomen, was wir hier haben und die Unterdrückung von Menschen. Also das heißt, wir reden potenziell von Millionen, von eventuell vielleicht sogar Milliarden Menschen, die betroffen sind durch diese 2G-Regel. Seien sie jetzt qualifiziert und dürfen die Dienstleistung in Anspruch nehmen oder seien sie es nicht, weil sie nicht geimpft sind beispielsweise. Aber unterm Strich baut sich bei einer unglaublichen Masse, glaube ich, an Menschen, baut sich ein Unmut auf, den man nicht unterschätzen sollte und der früher oder später global
einen kleinen Dominostein zum Kippen bringen kann. Irgendwo auf der Welt. Irgendwo auf der Welt gibt es, ich nenne ihn jetzt mal sehr groß, ich möchte das nicht irgendwie zu groß machen, aber einfach, um ein Bild zu kreieren, was damit gemeint ist. Ich nenne das ein Rosa Parks-Moment. Also wir erinnern uns, der ein oder andere hat diese Geschichte vielleicht verfolgt in den 1960er Jahren, damals die Trennung zwischen Schwarz und Weiß und beispielsweise, dass Schwarze in US-amerikanischen Bussen nicht auf bestimmten Plätzen haben sitzen dürfen. Und Rosa Parks war eine von vielen tatsächlich. Sie war gar nicht die erste, die das gemacht hat. Da gab es vorher schon andere, von denen ich jetzt aber nicht mal die Namen wüsste. Ich weiß nur, dass es vorher schon einige gab, die sich gegen diesen Rassismus aufgelehnt haben und die sich dann auf einen entsprechenden Platz gesetzt hat im Bus und dadurch eine Bewegung losgetreten hat, begünstigt durch den Umstand, dass sie sehr gut innerhalb ihrer Gemeinde vernetzt war. Zum Beispiel Kindermädchen war, auch für Weiße sehr einflussreiche Politiker dergleichen. Und infolgedessen dann diese Bewegung zum Tragen kam, getragen oder beziehungsweise angeführt durch Martin Luther King. Also ich will das jetzt nicht übermäßig groß machen, ja? Ich will es nicht übertreiben, bitte versteht das nicht falsch, aber worum es mir hauptsächlich geht, ist an dieser Stelle, was man nicht unterschätzen sollte, ist, diesen Moment, den könnte ich mir vorstellen, den wird es früher oder später irgendwo in der Welt geben und der ist ein enormes Risiko für die Machthabenden, die jetzt auch versuchen, entsprechende Repressalien durchzusetzen. In just jenem Moment, wo dieser eine Dominostein fällt und die Leute wach werden und sagen, weißt du was? Was machen wir hier eigentlich? Das ist ein ganz gefährlicher Moment für die Obrigkeit. Und das ist eben durchaus etwas, wo ich sagen, also ist vielleicht auch eine Resthoffnung vielleicht, dass sich das so entwickelt. Also man sieht, wie ich dazu stehe. Also ich glaube, das ist eine zutiefst gefährliche Entwicklung, die wir hier zu sehen bekommen. Ja? Ich stehe dem sehr skeptisch, nicht nur skeptisch entgegen. Ich glaube, dass das ein Verbrechen ist, ja? diese Regel, aber dass wir uns nicht mehr verfassungsmäßig bewegen. Okay, fair enough. Das wollen wir auch gar nicht zum Thema machen. Ich sage nur, man sollte das nicht unterschätzen. Und das ist ein Risiko, welches hier eventuell seitens der Machthabenden, in Anführungsstrichen, die diese unmenschlichen Maßnahmen durchsetzen, unterschätzt wird. Und das ist durchaus etwas, das man so ein bisschen meiner Einschätzung nach im Hinterkopf behalten sollte. Also so gehe ich mittlerweile an diese Thematik eben tatsächlich ran. Aber bin auch nicht naiv zu glauben, dass sich das alles schon wieder einrenken wird. Also selbst wenn es eine Rückkehr zu einem, ich sag mal, gesellschaftlich normal, so wie wir es kennen, ergeben wird, wird immer dieses Damoklesschwert in Bezug auf diese jetzt vorangetriebene Spaltung über uns schweben. Also ich glaube nicht, dass wir zu meinen Lebzeiten jedenfalls, ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre habe, nochmal eine Rückkehr zu einem gesellschaftlichen Normal oder Miteinander zu sehen bekommen. Ich glaube, wir werden viel, viel Spaltung weiter, auch über diese Krise hinaus, sofern sie überhaupt jemals beendet wird, denn man möchte fast sagen, Politik hat ja einen Wille, offensichtlich diese Krise voranzutreiben. Man stelle sich vor, die Krise wäre jetzt überwunden und es gäbe keine Krise mehr. Dann müssten diese Menschen ja plötzlich eventuell Verantwortung für handeln. Also nicht, dass sie es täten, aber ja, also brauchen sie die Krise ja, um ihre Macht weiter erhalten zu können. Und also gut, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich bin nicht naiv genug, ich glaube, das wird genau in diese Richtung gehen. Aber nichtsdestotrotz sollte man nicht unterschätzen, dass vielleicht irgendwann mal irgendwo ein kleiner Knacks sich abzeichnet, ne? Und irgendwo ein Dominostein fällt, der irgendwo in der Welt kippen könnte, weil es eben global sich umspannend ist. Und genau das, da sind wir dann vielleicht ein bisschen im Bereich Chaos-Theorie, ne? Wenn der Flügelschlag des Schmetterlings irgendwo im Pazifik ein Erdbeben in Anführungsstrichen irgendwo in Mitteleuropa nach sich zieht oder dergleichen. Das ist durchaus etwas, was, wie gesagt, nicht unterschätzt werden sollte, was man im Hinterkopf halten sollte. Und weswegen ich auch zum Beispiel in diesem Zusammenhang jetzt immer verstärkter auch bei mir feststelle, dass man konservative Hedges aufbaut. In irgendeiner Form. Also beispielsweise, dass man schaut, dass man beispielsweise ein bisschen autarker ist, ein bisschen unabhängiger von den normalerweise bekannten Versorgungsbereichen. Ja, seien es Supermärkte beispielsweise, sei es auch vielleicht Energie oder dergleichen, dass man zumindest sich kurzzeitig in der Lage ist, darauf vorzubereiten. Ich will das nicht übermäßig strapazieren, aber die Entwicklung, die wir jetzt jüngst zu sehen bekommen haben, regen einen doch schon sehr zum Nachdenken an. Und ich glaube, auch diese massive Spaltung der Gesellschaft, die vorangetrieben wird, die war vor 2, 2,5 Jahren undenkbar gewesen. Also vielleicht gab es Menschen, die ihren Mitmenschen gegenüber skeptisch genug waren und gesagt haben, ich kann mir das vorstellen. Aber selbst wenn du es dir hast vorstellen können, glaube ich, ist die Heftigkeit, mit der uns das jetzt gerade erreicht, also zumindest für mich eine neue Dimension. So, jetzt gehe ich ganz kurz mal hier einmal auf Goldschenk ein. Finde ich auch einen sehr interessanten Gedanken. Guten Morgen, Jens. Was sagst du zu Putin bzw. Russland, Europa, Amerika in Bezug auf Belarus, also Weißrussland und den Druck, den Putin auf Deutschland und Europa ausübt, um die damit verbundene Knappheit in Gas und somit den steigenden Gaspreis
Bodenbildung in Gas. Ich habe mir Gasflaschen zum Heizen für einen eventuell kalten Winter gekauft. Glaube, damit ist meine Meinung ganz klar gesagt in dem Zusammenhang. Mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Ich glaube, ausgehend von der Kommunikation, die über die letzte Dekade stattgefunden hat, in Bezug auf Russland und diese Sanktionspolitik, die auch seitens der EU forciert worden ist, hat man sich eventuell auch da in der Perspektive ein bisschen übernommen. So möchte ich es mal vielleicht sagen. Das trifft es vielleicht ganz gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass Wladimir Putin eventuell ein gutes Gedächtnis hat und sich an diverse Entwicklungen und Kommunikationen und auch vielleicht im Hinblick auf die USA beispielsweise, und da wissen wir ja, wie wichtig Deutschland eben als, auch, beziehungsweise Europa generell, als Verbündeter der USA in der westlichen Welt, dass sich an Putin eventuell an gewisse Entwicklungen von vor 30 Jahren erinnert, Stichwort NATO-Osterweiterung und dergleichen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da jetzt ja, also dass es jemanden gibt, der in dieser Situation einen Machtschub vielleicht so erfährt. Und in diesem Zusammenhang sollte man, glaube ich, diese Entwicklung nicht unterschätzen. Also ich glaube, dass hier in diesem Zusammenhang auch seitens externer Faktoren, also an der Stelle durchaus ein Druck über die Gesellschaft dann auf die zugrunde liegende Politik ausgeübt werden könnte. Also da kommen viele Faktoren zusammen, die man nicht unterschätzen sollte. Jetzt ganz kurz vielleicht, ganz wichtig. Das hört sich alles jetzt sehr, sehr dramatisch an, beziehungsweise hört sich alles danach an, als wenn die Aktienmärkte kurz vor dem Kollaps stehen. Man sollte an der Stelle nicht unterschätzen, dass die vielleicht noch am ehesten in Anführungsstrichen in die richtige Richtung manipuliert werden könnten. Also ich glaube, bevor hier es zu einem Crash kommt im Aktienbereich, wird viel Wasser noch den Rhein runterfließen müssen. Denn wir sollten an der Stelle eben auch durchaus erkennen, dass ja beispielsweise der Politik auf große Vermögensverwalter, nehmen wir mal BlackRock einfach als Beispiel, durchaus Druck ausgeübt werden könnte und gesagt werden könnte, bevor ihr hier in irgendeiner Form den Verkaufsknopf drückt, sagt ihr uns nicht nur Bescheid, sondern ihr könnt unsere Antwort, die könnt ihr euch gleich hinterschreiben, nein, ja, hier wird kein Verkaufsdruck ausgeübt, ob ihr privates Vermögen verwaltet oder nichts dergleichen. Das sind auch übrigens keine Verschwörungstheorien, sondern das wurde in sehr, sehr ähnlicher Form so skizziert von Jim Rickards in seinem Buch, was Aftermath, eins der Bücher, die er auf jeden Fall geschrieben hat. Da hat er das von einem Abendessen mit einer sehr, sehr hochrangigen Managerin bei BlackRock, hat er das zum Thema gemacht gehabt. Ich habe das erst als ziemlich absurd erachtet, aber im Gesamtkontext macht das durchaus Sinn, und viele der aktuellen Entwicklungen, die Rickards skizziert hat, die deuten auch darauf hin, dass der Mann durchaus weiß, wovon er spricht. Und in diesem Zusammenhang sollte das durchaus als Option in Betracht gezogen werden und deswegen auch hier mit Vorsicht genossen zu werden, zum Beispiel in diesen Markt hineinzushorten. Denn bevor es hier zu einem massiven Deleveraging kommt, wie gesagt, sehe ich durchaus die Option, dass man in irgendeiner Form den Markt durch welche Maßnahmen auch immer schafft, auf hohem Niveau zu stabilisieren. Das heißt nicht, dass nicht eine scharfe Korrektur anstehen könnte, aber desto größer die Stimmen werden, desto unwahrscheinlicher wird es mir. Stichwort Sentiment-Extrem, was sich dort ausbildet in der Perspektive. Nichtsdestotrotz, also zurückkommen auf die Frage bezüglich Gas und dergleichen, das sehe ich ganz genauso. Also um das mal kurz abzukürzen, das sehe ich eins zu eins ganz genauso. Und ich könnte mir vorstellen, dass Wladimir Putin gerade irgendwo im Kreml sitzt und einfach nur grinst. Könnte ich mir vorstellen. So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Moment. Babob, Gold, Natgas haben wir. Achso, ja, final. Ich möchte final noch ganz kurz einmal hier auf Disney eingehen. Ach, Disney habe ich hier noch gar nicht reingeholt. Einen Moment. Und heute Nachmittag, wie gesagt, ein bisschen was zu Affirm in dem Zusammenhang. Die massiv, ich kann Affirm mal ganz kurz hier drauf holen. Kann man auch einen Kurzverlauf haben. Oh, Verzeihung. Doch, da ist Affirm Holdings. Da. So. Also, Affirm ganz kurz nur zum Kursverlauf. Hat einen Mega-Run gesehen auf neue Allzeithochs. Gestern sehr scharfer Rücksetzer, der allerdings dann nachbörslich komplett revidiert wurde. Also, ich zeige das mal ganz kurz, wie das in der Nachbörse aussah. Also, das waren die Abschläge gestern. Schwacher Schluss für den Handelstag. Und dann kam die News, die über den Ticker lief. Stichwort Amazon. Intensivierung der Kooperation und dergleichen hat dazu geführt, dass die Aktie heute, es zeichnet sich ab, im Bereich ihrer Allzeithochs bzw. sogar höher eröffnet. Also, man kann Riesenlauf sehen, wenn wir erstmal, da kam schon erste Ankündigung, das war im August damals, in Bezug auf eine Amazon-Kooperation, hat einen Riesenlauf gesehen, damals jetzt mittlerweile mehr als verdoppelt innerhalb von nur 3 Monaten.
Und das alles begünstigt durch eben die Größe von Amazon an der Stelle und die sich abzeichnende Kooperation dieses Buy Now, Pay Later Anbieters. Also das heißt, das ist das Geschäftsmodell, was die im Grunde genommen anbieten. Und ja, also eröffnen hier ungefähr in dem Bereich 175, sollten wir die rausnehmen können, ist das durchaus ein Kandidat. Das hat sich auch in der Jüngung von Gang schon gezeigt, für so ein Trade to Hold until Reason to Sell. Also das heißt, den Tag davon auszugehen, dass auf diese starken Earnings sich weiter bullisches Momentum eben abzeichnet und eben Affirm hier in dem Fall dieses bullische Momentum fortschreibt. Aber wir wollen ganz kurz einen Blick werfen auf Disney. Die habe ich heute eingefangen gehabt. Die Aktie heute früh in der Discord-Community. So. Offensichtliche Range, die sich hier herauskristallisiert. So. Und wir haben einiges gesehen, die durchwachsen waren, so nenne ich das mal. Wir hatten hier ganz kurz einen Blick drauf geworfen. Wo haben wir es? Da. Ganz besonders dieser Aspekt, Disney Plus, das ist ja ein direkter Konkurrent von beispielsweise Amazon Prime, beziehungsweise also dem Streaming-Angebot hier, Netflix beispielsweise, Hulu. Und Disney Plus hat da ein unglaublich starkes Wachstum in der jüngeren Vergangenheit gezeigt. Hat jetzt allerdings sich ein abschwächendes Momentum gesehen. Also erwartet wurden hier 119,6 Millionen Subscriber für diesen Dienst, sind aber nur 118 veröffentlicht worden. Das heißt also, da beginnt sich so eine leicht topische Struktur herauszukristallisieren. Revenue auch unter der Erwartung. Gewinn pro Aktie fürs vierte Quartal an der Stelle auch unter der Erwartung. Also in Summe eher durchwachsene Zahlen und führt dazu, dass die Aktie jetzt, das kann man hier bereits sehen in der Vorbörse, dass die Aktie im Bereich um roundabout und unterhalb von eigentlich 168 eröffnet. Das ist deswegen relevant, weil das ist diese Region hier, starke Widerstandsregion. Das heißt, es zeichnet sich ab, dass wir unterhalb dieser Range eröffnen, was natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir eventuell zunächst einmal weiteres Abwärtspotenzial sehen. Hier, das war im Dezember 20, da kam damals ein sehr, sehr starker Earnings Report heraus, der dann einen Push auf neue Allzeithochs nach sich gezogen hat, massives Gap, welches dann hier im Zusammenhang mit der damaligen GME-Volatilität und dergleichen nahezu geschlossen wurde, aber es steht mindestens noch teilweise vielleicht offen. Und nunmehr besteht durchaus die Gefahr, beziehungsweise die Möglichkeit, dass wir bis in diese Gefilde eventuell in den kommenden Tagen verkauft werden. Und das gilt, solange wir diese Range hier unten nicht zurückerobern können. Also solange wir uns unterhalb von 168 halten. In der Vorbörse ist es 167. Hier, nee, Moment, das Peloton. Das ist die 167, also das ist dieser Bereich. Ne? Das ist, sollten wir uns unterhalb der 167 halten können, dann wäre das meiner Einschätzung nach ein stark bärisches Signal. Selbst wenn wir die kurz zurückerobern, dann müssen wir erstmal gucken, ob wir die 168 zurückerobern. Wenn wir das nicht schaffen, sondern hier überrollen, besteht meiner Einschätzung nach eine realistische Chance, nochmal eine Attacke auf die nachbörslichen Tiefs von 165 zu starten. Und wenn wir die dann brechen, vielleicht sogar im Bereich der Tagestief schließen, das sehen wir natürlich erst morgen und dergleichen, wäre das aber meiner Einschätzung nach ein bärisches Signal, welches hier durchaus Potenzial bis 160 vielleicht sogar tiefer nach sich zieht. Wie gesagt, Schlüsselbereich 168 beziehungsweise Inflection 167. Das wird ein ganz interessantes Szenario für heute vielleicht eventuell. Und ja, also durchaus eine Aktie, die man meiner Einschätzung nach auf dem Schirm haben sollte, wie gesagt, nach diesem etwas enttäuschenden Earnings an der Stelle und wie gesagt, diesem Break, dem Gap außerhalb oder unter aus der Range auf der Unterseite, welches dann eben jetzt im heutigen Handelstag eine starke Widerstandsregion um 168 finden dürfte. So, ja, das wäre es soweit nunmehr eigentlich meinerseits gewesen. Also ein bisschen abgeschweift, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, die Verflechtungen von Politik und Wirtschaft bzw. den Märkten aktuell, glaube ich, die sollte man nicht unterschätzen. Also ich muss gestehen, da muss schon eine Menge Zufall ins Spiel kommen, um jetzt an dieser Stelle nicht mindestens mal einen Gedanken daran zu verschwenden. Nochmal, das heißt nicht, dass ich irgendwie das große Szenario, den großen Kollaps und den großen Drawdown irgendwie skizziere. Der aktuellen inflationären Entwicklung tatsächlich, der ist derzeit jedenfalls wahrscheinlich nur mit einem restriktiven geldpolitischen Kurs beizukommen.
Ich muss ehrlich gestehen, den hat die Fed kommuniziert im hinsichtlich des Tapers und dergleichen. Ich glaube nicht, dass sie schneller mit dem Taper agieren wird. Das kann sie gar nicht. Vor dem Hintergrund nämlich der Schuldenexplosion in den USA. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen. Wir hatten hier diese Inflationszahlen an der Stelle, beziehungsweise ich habe gerade immer was erzählt gehabt von den 31 Jahren. Also die wollte ich mal kurz zeigen, die Grafik von Charlie Bilello ist es, wie eben hier zeigt. Seit Anfang der 90er Jahre haben wir hier jetzt die höchsten Niveaus gesehen in Bezug auf die Verbraucherpreise. Und Tendenz eher steigend. Nichtsdestotrotz, auch Kerninflation 25 Jahre maximal. Wir sind jetzt noch nicht im Bereich der 80er, aber zur damaligen Zeit kam dann eben Paul Volcker und der hat damals einen massiven geldpolitisch restriktiven Kurs auf den Weg gebracht, der dann auch zum Crash in Gold geführt hat. Also Gold hat sich tatsächlich, ich will das mal ganz kurz zeigen, das ist ganz interessant eigentlich. Moment. So. Ich glaube, das war der Eckert heute früh. Der hat das geschrieben. Ich glaube, das ist eine schöne Grafik eigentlich. Und zwar hier. Das war der Goldpreis. Oh, Moment, das ist ja Quatsch. Wir brauchen mehr Historie. Das wollen wir haben. Goldpreis von 1970 bis 1979. Damals also Bretton Woods, ne, 1971 durch Nixon die Aufhebung und dergleichen, also Koppelung des Dollarpreises an den Goldpreis und dergleichen. Und wir haben da besonders in den 1979er Jahre haben wir hier einen vertikalen Kursanstieg gesehen. Er schreibt hier, das ist so eine ähnliche Dynamik wie heute Krypto. Wir haben damals von den Niveaus, also schaut euch auch die charttechnische Konstellation an. Also wenn ihr den Chart überlegt, man muss ein bisschen vorsichtig sein, aber wenn man sich diese Konstellation hier anschaut, diese Beschleunigung zum Beispiel auf der Oberseite, dann das Austoppen, das ist so ein bisschen die Entwicklung, wenn ich jetzt sagen müsste, woran erinnern mich die? August 20 bis jetzt aktuell. Also dieser Breakout vielleicht, der hier stattgefunden hat, höher. Also das heißt, vielleicht sind wir ja wirklich am Beginn einer massiven Goldrallye, die sich jetzt hier abzeichnet. Also vorausgesetzt, Geschichte reimt sich mindestens an der Stelle. Aber Fakt ist auf jeden Fall, das hat sehr lange angehalten. Wir haben ausgehend von diesen Niveaus damals 75 hier, beziehungsweise vielleicht dann ab der 1977er Region ungefähr um $100, haben wir eine Verfünffachung des Goldpreises gesehen. Das entspräche aktuellen Niveaus von fast 10.000 Dollar. Auch das ist eine Region, die zum Beispiel James Rickard zum Thema gemacht hat. Und der hat man erst Einhalt geboten, dann durch eben diesen massiven geldpolitisch restriktiven Kurs, den damals Paul Volcker auf den Weg gebracht hat. Also der damalige Fed-Chairman, der dann eben hier die Inflation, das ist jetzt die Kerninflation damals, die ist auf über 12% damals gestiegen. Und dann kam eben dieser massive geldpolitische, diese massive geldpolitische Intervention. Ich zeige das vielleicht mal ganz kurz hier. Moment, wir machen es mal hier über. Nicht Markets. Money. Und wir nehmen mal hier das. Wo haben wir es? Interest Rate. Das Leitzinsniveau der Fed. Maximal. Da standen wir damals kontinuierlich hier den Zins angehoben und dann kam eben ein massiver Run Anfang der 80er Jahre, nochmal ein massiver Anstieg damals der Inflation, die dann Hand in Hand ging mit einem entsprechend geldpolitisch restriktiven Kurs. Also das wäre tatsächlich, wäre das durchaus ein Szenario, welches man zwecks Bekämpfung einer zu hohen Inflation anstreben könnte. Das einzige Problem ist an der Stelle natürlich, wenn man sich im Vergleich hierzu anschaut, wo wir im Hinblick auf das Debt to GDP stehen. Wo haben wir es denn? Per Capita Growth Rate Service. Ein Moment. Verzeihung, Government natürlich, nicht hier. Government Debt to GDP. Das hat Anfang der 80er Jahre hier etwa 40%, noch weniger, 30% ungefähr. 30% der Wirtschaftsleistung der USA betragen. Heute stehen wir bei absoluten Allzeithochs, den höchsten Niveaus seit dem Zweiten Weltkrieg, Ende des Zweiten Weltkrieges an der Stelle. Hat man dann kontinuierlich abgebaut. Also ne, über die entsprechende Wirtschaftsleistung und dergleichen, die damals dieses Wirtschaftswunder, was auf den Weg gebracht wurde, von dem auch Deutschland profitiert hat, als direkter Zulieferer im übertragenen Sinne, westliche Alliierter, also Westdeutschland an der Stelle. Aber zurückkommt hier, also Debt-to-GDP-Ratio bei aktuell 130%. Also das ist nahezu 4, 5 Mal so hoch wie die damaligen Debt-to-GDP-Niveaus. Also anders formuliert, in dem Moment, wo die Fed den Zins hier derart anhebt,
ist der Default, also der Bankrott, die Insolvenz der USA im Grunde genommen beschlossene Sache. Natürlich können die Geld aus dem Nichts drucken, aber wieso solltest du einem Land noch Geld zur Verfügung stellen, von dem du davon ausgehst, dass die es nur dadurch bedienen, dass die immer mehr Geld drucken? Also dem steht ja keine wirkliche Wirtschaftsleistung entgegen. Das ist ja sehr stark vereinfacht gesagt, bitte nagelt mich da nicht auf fest, aber an der Stelle, wie gesagt, das ist durchaus eine Entwicklung, die solch einem restriktiven geldpolitischen Kurs massiv entgegensteht und die Frage aufwirft, inwiefern das Überleben des US-Dollars noch gesichert werden kann. Aber bevor es soweit ist, werden wir uns erstmal im Hinblick auf den Euro die Frage stellen müssen, ob der Euro noch eine grundsolide Währung ist, die dann unser Vertrauen verdient, muss man sehr einfach zu formulieren. Das sind, wie gesagt, sehr, sehr weitreichende Gedanken, aber die sollte man durchaus im Hinterkopf behalten und die sind im Gesamtkontext aktuell halt auch unglaublich interessant. Und ich würde ausgehend von diesen Niveaus eben, was ich jetzt gerade kurz angerissen habe, durchaus davon ausgehen, dass ein restriktiverer Kurs in den nächsten, ich sag mal, 12 Monaten nur sehr unwahrscheinlich ein Thema wird. Außer es gibt natürlich entsprechende Veränderungen, geldpolitisch oder globalpolitisch ganz besonders an dieser Stelle. Aber soweit sind wir eben noch nicht. Und das wiederum schließt so ein bisschen den Kreis zu meinem dann insgesamt darüber hinausgehend eher günstigen Bild, was wir eben für Equities zeichnen, auch wenn, tada, welche Überraschung, wir es nicht schaffen, hier Höros zu markieren und jetzt gegen die 16.1 abprallen. Stichwort Verfallstagdiagramm. Da sind wir wieder beim DAX, bei unserer kleinen Welt an der Stelle. Mit diesem härteren Widerstand ist bis nächste Woche Freitag durchaus noch realistisch zu rechnen. Also ein substanzieller Break höher an der Stelle braucht mehr. So möchte ich es mal an der Stelle am besten formulieren. So, und damit soll es das jetzt meinerseits gewesen sein. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal, schickt gerne eine Mail, wenn ihr Fragen habt. Postet gerne nicht nur eine Mail, sondern postet am besten gleich unterhalb des Videos eure Kommentare, eure Anmerkungen, Fragen und sonst dergleichen tauschen. Und lasst uns gerne dazu dem Thema austauschen. Happy Trading. Passt auf die Stops auf morgen. Am Freitag ist es dann schon, 12. November 2021, haben wir uns wieder zum Morning Meeting hier gemeinsam mit Markets. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann. Und tschüss.